So, in ein paar Stunden ist es endlich wieder soweit. Ich werde heute noch am Abend zum Flughafen und ab nach Mosambik. Und es ist schon eine Zeit her, dass ich das letzte Mal in Mosambik war. Insofern freue ich mich ganz besonders jetzt auf diese Reise, um wieder mit den Kollegen gemeinsam vor Ort in unseren Projekten in Nyesiba und in Kasuso zu arbeiten. Aber es gibt diesmal noch einen ganz besonderen Grund, warum ich mich auf diese Reise freue, und zwar, weil ich in Mosambik am Global 6K teilnehmen darf. Das Besondere, was ich machen darf, ist eben nicht nur für ein Kind zu gehen, sondern auch mit einem Kind zu gehen. Ganz konkret werde ich in Kasuso, in unserem Regionalentwicklungsprogramm, gemeinsam mit Nelson, ich schaue, dass ich ihn euch mal zeigen kann, das ist Nelson, gemeinsam mit ihm werde ich den Weg, den er jeden Morgen ganzzeitig in der Früh noch vor der Schule gehen muss, um Wasser zu holen, gehen. Wie gesagt, ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin gespannt und ich werde mich dann später von meiner Reise noch einmal melden, um euch am Laufenden zu halten. Bis später dann. So, es ist 4 in der Früh. Muezzin ruft zum Morgengebet, aber für uns heißt es jetzt gleich aufbrechen zu Nelson, damit wir ihn rechtzeitig dort sind, um ihn auf seinem Weg zur nächsten Wasserstelle begleiten zu können. Inzwischen ist es 6 Uhr. Wir sind jetzt an der Wasserstelle angekommen, wo Nelson jeden Morgen das Wasser holt. Wie man sehen kann, kann man auch nicht gerade von sauberem Wasser hier reden. Aber zumindest den Hinweg haben wir jetzt mal geschafft. Wir werden jetzt die Eimer auffüllen und dann geht es wieder zurück zu Nelsons Haus, wo wir dann auch wieder seine Familie treffen werden. I'm fine.
Und auch wenn das Aufstehen heute in der Früh etwas anstrengend war und natürlich auch der Weg, war es doch eine sehr spannende und auch schöne Erfahrung, den Weg gemeinsam mit Nelson gehen zu dürfen. Es war aber gleichzeitig auch erschreckend zu sehen, welche schlechte Qualität das Wasser hat, für das Nelson jeden Tag, auch am Wochenende, so früh aufstehen und so weit gehen muss. Und wir wollen es einfach ändern. Und der Global 6K mit der ganzen Unterstützung von allen Leuten, die daran teilnehmen, ist ein Schritt, der dazu beiträgt. Und deswegen freuen wir uns über jeden, der mitmacht, denn es macht wirklich einen Unterschied.